Es ist viel gegangen die letzten Wochen und Monate. Wir haben viel geröstet. Wir haben neue Orte gefunden, sowohl hier als auch in Deutschland. Wir sind neue Kooperationen eingegangen, neue Partnerschaften. Ziemlich viel ist entstanden und darüber berichten wir euch in diesem Video. Ich bin seit 10 Jahren in der Rösterei. Ja, und in den 10 Jahren hat sich natürlich auch wieder sehr, sehr viel getan. Es ist eine herausfordernde Zeit auch für uns. Unsere Cafés sind nach wie vor heruntergefahren. Auch die Kurse können nicht stattfinden. Und doch haben sich neue Möglichkeiten ergeben und hat sich das Rösten verändert. Denn unser kleiner Röster wird immer mehr genutzt. Da hat sich viel entwickelt. Ja, und da seid ihr mitschuldig. Also vielen Dank, dass ihr da mitschuldig seid. Also wir können immer mehr für euch zu Hause rösten. Wir machen immer mehr kleinere Packungen als jetzt momentan für die Gastronomie, weil die eben, wie wir wissen, mehrheitlich geschlossen ist. Und darüber sind wir unheimlich froh. Also nochmals vielen Dank. Wir können mehr dank euch Kaffee rösten und vor allem in den kleinen Packungen. Wir haben als wir angefangen haben, haben wir einen halben Tag geröstet. Das war vor 5 Jahren. Wir rösten jetzt immer mehr und wir sehen, langsam kommen wir an eine Kapazitätsgrenze. Und wenn dann die Gastronomie wieder aufgeht, dann nimmt es wahrscheinlich schlagartig zu. Also suchen wir jetzt schon Alternativen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass mit dem deutschen Markt, den wir jetzt bedienen können, ist natürlich auch das Volumen gestiegen und das rösten wir weiterhin hier. Aber da gibt es auch eine kleine Ausnahme, dazu kommen wir später. Aber wie sich das Ganze in Deutschland momentan entwickelt, schalten wir kurz zu Flo. Ich gebe euch mal eine kurze Übersicht, was hier bei uns in Deutschland in den letzten Wochen passiert ist. Das war eine ziemlich spannende Reise, die wir hier gemacht haben. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob einige von euch das wissen, wir haben das tatsächlich aus Privaträumen heraus hier gestartet und das ist einfach von Woche zu Woche, es ist mehr geworden, sodass wir jetzt wirklich schauen mussten, wie das weitergeht und wir haben tolle Neuigkeiten, wir haben jetzt Räumlichkeiten gefunden und bereiten die gerade vor, dass wir dort starten können, dass wir dort loslegen können. Somit haben wir jetzt gerade den nächsten spannenden Meilenstein hier in Deutschland unternommen. Und es bildet sich auch langsam ein kleines Team und das sind wirklich sehr dynamische Zeiten. Es macht großen Spaß. Wir sind natürlich in sehr engem Austausch mit den Kollegen in Basel und ja, freuen uns auf die nächsten Schritte. Und so machen wir Schritte, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und über beide sprechen wir noch. Kommen wir zuerst zu den Schritten jetzt in Deutschland. Es wird einen Standort für die Kaffeemacher geben und wir haben eine Kooperation gefunden, einen Kooperationspartner mit einem von mir langjährigen Freund, nämlich mit Lutz van Gülpen, der leitet... Schon dieser Name. Super, oder? Der leitet die Traditionsrösterei van Gülpen. Doch van Gülpen ist nicht nur eine Traditionsrösterei, sondern auch eine Spezialitätenrösterei. Lutz deckt so das ganze Sortiment ab. Wir haben uns kennengelernt vor 9 Jahren. Im Rahmen eines CAS-Studiums. Das war an der ZHW. An der ZHW bei Professor Cahan Jerezian. Lutz ist jeden Freitag aus Emmerich, da ist die Rösterei, angereist, um daran teilzunehmen. Und seitdem sind wir im Kontakt und begleiten uns auch gegenseitig. Und nun ist es so, dass wir Unterstützung brauchen und einen Partner gesucht haben. Und den haben wir gefunden in Lutz. Lutz röstet für uns einen Kaffee. Wie genau das funktioniert, erzählen wir gleich. Aber vorher gehen wir mal zum Lutz und schauen uns die Rösterei an und hören so ein bisschen, was da eigentlich er und sein Team zusammen machen. Also die Firma wurde 1832 gegründet. Wir haben damals angefangen mit dem Import von Rohkaffee. Damals war der Weg über den Rhein aus Holland einer der Haupttransportwege für Rohkaffee nach Deutschland. Also die Holländer waren ja damals eigentlich die Nation, die Rohkaffee importiert hat, vor allem aus Südostasien. Und der Sohn unseres Gründers kam dann auf die Idee, dass man den Kaffee auch geröstet verkaufen kann. Hat sich dann mit einem Ingenieur zusammengetan, das war Theo von Gimborn, und die haben dann gemeinsam die Emmericher Eisengießerei und Maschinenfabrik gegründet, die man heute als Probat kennt. Also das war so damals der Startschuss für Probat. Wie viel Generationen vor dir war das, Lutz? Ich bin jetzt die 6., also dann die 5. sozusagen. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Rösterei. Ja, und in den 10 Jahren hat sich natürlich auch wieder sehr, sehr viel getan. Vor allen Dingen im Spezialitätenbereich hat sich einiges getan. Dann, ne? Ja. Das, wenn ich es richtig weiß, ist das Schätzchen von 1939? Genau, der ist von 1939 noch. Haben wir zwar mittlerweile schon haben wir einiges umgebaut. Also jetzt hat er vor ein paar Jahren hat er einen unabhängigen Motor für den
Airflow bekommen, damit man den individuell einstellen kann. Und dann haben wir den Brenner verändert, dass wir den auch ja, eigentlich von 0 bis 100% stufenlos regulieren können. Also eigentlich ist er von den Features her auf dem aktuellen Stand, was so ein Röster kann. Ja, und es ist halt erstaunlich, dass er tatsächlich von 1939 ist und hat einen USB-Anschluss. Das ist schon, ja, genau, den brauchst du ja, um die Daten, um die Temperatur auszulesen. Genau. Also wir haben einige Temperaturabgriffe eben auch. Also wie beim UG22, den haben wir vor 5 Jahren gekauft oder 4 Jahren. Der kann eigentlich genau das gleiche wie der hier und die funktionieren eigentlich auch eben identisch. So. Okay. Ja, wir haben vor neun Jahren zusammen den CAS in Zürich oder in Wenzwil gemacht, haben Cahan. Genau, schöne Zeit. Da bist du wöchentlich in die Schweiz gependelt, kann man sagen. Ja, genau. Da hatten wir dann diese Kurse, ein Jahr CAS. Ja. Und da hast du gerade angefangen, eigentlich den Betrieb bei euch zu übernehmen, mehr oder weniger, ne? Genau, ich hatte vorher, glaube ich, ein längeres Praktikum gemacht bei einem Röster in Düsseldorf und ja, musste natürlich dringend noch zusätzliche Ausbildung haben. Und da es keine großartigen Alternativen gab, habe ich dann den Weg in die Schweiz immer auf mich genommen. Aber war eine super Zeit. Ja, ich weiß noch, dass das war sehr beeindruckend für mich, wie du die dann... Ich glaube, als eine Arbeit hast du damals Blends berechnet. Was muss ich wie zusammenfügen, in welchen Mengen? Und ihr macht aber heute ein komplettes Segment. Ihr habt eher klassischere Röstungen, Spezialitätenröstungen. Was ist so heute? Wie sieht das Portfolio aus? Ja, tatsächlich ein bisschen von allem. Ne? Also wir haben natürlich viele alteingesessene Kunden. Wenn man eben eine alte Rösterei ist, dann hat man auch viele alte Kunden. Und da haben wir dann auch eher noch so Mischungen, die so in den 90ern gemacht wurden, die man heute vielleicht so im Spezialitätenbereich nicht mehr so machen würde, wo du dann in, ja, so eine klassische 50% Brasilien, 30% Kolumbien, 20% Robusta oder sowas hast, halt Espresso. Und dann ja, diese klassischen, ja, ich sag mal, italienischen Espresso-Kaffee-Crema-Geschichten. Unser Haupt-Espresso heute ist aber dann schon eher etwas, ja, ich würde sagen, schon moderner, etwas fruchtiger, etwas heller geröstet, wenn wir den anbieten, und ist dann auch von der Transparenz und von der Rückverfolgbarkeit sehr viel besser. Da haben wir dann eben von Kooperativen, bezahlen natürlich auch ein bisschen mehr dafür und wissen eben besser, wo er herkommt. Und ihr habt auch Kaffees von Algrano, glaube ich, zum Teil, oder? Genau, zum Beispiel Sun Coffee, den haben wir dann in der einen Espresso-Mischung im Good Food Espresso drin. Das ist eine Mischung, die hatten wir für eine kleine Porridge und Coffeeshop-Kette für Haferkater gemacht. Und das ist eigentlich mittlerweile unser Haupt-Espresso, den wir auch bei neuen Kunden immer als erstes anbieten und den wir auch am liebsten verkaufen, weil der einfach, ja, einfach ein super Espresso auch ist. Haben wir ja dann zusammen überlegt, komm, wir machen das mit dem Rösten zusammen. Ihr habt noch, ja, Platz, Zeit, Kapazität frei. Und wir haben jemanden gesucht, der das mit uns macht. Ja. Und da war ganz klar für mich, ja, wir kommen auf dich zu, ich kenne dich lange, wir wissen, wie du röstest. Und dann kam Felix, und Felix war mit dir hier, gell? Ihr habt zusammen geröstet. Genau, ja. Wie habt ihr das aufgesetzt? Felix hatte mir erstmal den Kaffee geschickt, den ihr bei euch geröstet habt. Hat mir dann seine Profile geschickt, wie ihr gerne den Kaffee röstet. Und dann haben wir uns ein bisschen einen Plan zurechtgelegt, wie wir das Profil auf unseren Röster übertragen könnten. Und sind eigentlich innerhalb von 3 Röstungen schon dahin gekommen, wo wir hin wollten. Also es war... Die erste Röstung war schon ganz okay, da waren wir einen Ticken zu dunkel geraten. Und dann die zweite, dritte Röstung, da waren wir schon ziemlich nah dran. Und jetzt werden wir in den nächsten Röstungen das noch minimal anpassen, aber eigentlich waren wir relativ schnell glücklich damit. Ist auch ein super Kaffee zum Rösten, also ist wirklich angenehm. Also ich glaube, jetzt haben wir insgesamt 9 Röstungen, glaube ich, gemacht. Ne? Und das war jedes Mal auf 10 Sekunden exakt das Gleiche, immer aufs Grad genau. Also war wirklich auch sehr einfach zu röstender Kaffee, sehr angenehm. Und ihr röstet jetzt einmal in die Woche? Genau, rösten wir mittwochs, verpacken den sofort nach der Röstung, dass er sofort in die Tüten kommt, dann auch sofort verschickt wird oder abgeholt wird. Genau. Die Bilder sind aktuell, wir waren aber zusammen letzten August da, da waren du, Felix und ich waren da vor Ort und ich fand diesen Ort sehr beeindruckend. Emmerich, nur schon da, also irgendwo, nirgendwo. Also an der Grenze zu Holland und natürlich ein geschichtsträchtiger Ort, weil da eben die ganzen Röstmaschinen auch herkommen. Probat ist da und dann steht da auch so eine Riesenmaschine, ein 90 Kilogramm Röster bei Lutz, und die haben dann noch 2 Röster. Und wie ihr gesehen habt, röstet eben Lutz und sein Team, die rösten den Appas. Jetzt ist es natürlich auch eine Herausforderung, dass der Appas genauso schmeckt, wie wir ihn
hier rösten und wie wir mit unseren Vorgaben damit umgehen können. Deswegen haben wir hier regen Austausch. Lutz sendet uns die Röstprofile zu, sendet uns Muster von jeder Röstung zu und wir verkosten das da und haben so eigentlich die Checks and Balance. Also wir korrigieren uns da gegenseitig und können so das garantieren. Es war aber spannend, einfach nur schon mal mit anderen Röstern zu arbeiten, ist immer spannend. Kooperationen sind immer spannend und Felix war kürzlich da und hat mit ihm das Profil aufgesetzt für den Abpass. Jetzt können wir natürlich nicht einfach so das Röstprofil von unserem 12-Kilo-Röster auf einen 90-Kilogramm-Röster übertragen, sondern es geht eher so um die Philosophie. Also wie können wir die Philosophie, wie wir hier rösten, auf eine viel größere Maschine übertragen. Und das haben die beiden gemacht und das war ein lustiger Austausch und die haben sich dann am Schluss gefunden und der Kaffee schmeckt jetzt same, same. Der Kaffee von Lutz, der Abpass, den er für uns röstet, schmeckt so, wie wir hier den Abpass rösten wollen. Kooperation ist ein gutes Stichwort, denn das ist eigentlich etwas, um das es uns geht. Wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen mit Partnerschaften uns entwickeln, aber auch uns zusammen mit anderen entwickeln. Und wir wollen die besonderen, tollen Röstereien, andere tolle Röstereien auch sichtbar machen. Gutes Beispiel ist dieses Kaffeepanel-Projekt, welches wir vor einem Jahr gegründet haben. Da reichen ja Röstereien aus dem ganzen Dachraum Kaffees ein. Wir dürfen die verkosten und bewerten. Und das ist eine absolute Ehre, auch das Vertrauen der anderen Röstereien zu haben, dass die diese Kaffees ja, schicken und da uns auch zuhören, uns und den anderen Sensorikerinnen, die da mit verkosten. Aber das ist eine Richtung, in die wir wollen und in die wir auch noch mehr wollen, Philipp. Ja, und wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Das ist mal die Röstebene. Wir haben das aber auch auf Santa Rita schon gemacht. Da haben wir mit der ZHW ein Projekt gemacht und eine Bachelorstudentin begleitet, die dann auch eine wissenschaftliche Arbeit zur Fermentation geschrieben hat. Wir versuchen, Grenzen auszuloten, wo Kaffee hingehen kann. In Kürze wird es eine Kaffee-Schokolade geben. Wir haben Weinseminare gemacht, also wo treffen sich Wein und Kaffee, auch da, wenn es um Fermentation geht, etc. Also wir wollen da wirklich so die Grenzen von Kaffee ausloten und da müssen und wollen wir Kontakte zu anderen knüpfen, die irgendwo in einem ähnlichen Feld unterwegs sind. Und hier mit Lutz ist das jetzt eben genau so ein Feld. Er hat Kapazitäten frei, er hat die Expertise. Er kann von Specialty-Kaffee zu traditionellem Kaffee alles rösten und unterstützt uns jetzt an dieser Stelle. Wir unterstützen ihn und machen gemeinsam Schritte und das macht wahnsinnig Spaß. Schritte sind genau das richtige Stichwort, denn wir machen in Deutschland Schritte und in der Schweiz Schritte. In Deutschland wird es einen Standort geben. Und zwar in Dienstlaken. Kann man kennen, muss man nicht. Für mich als Nichtdeutscher ist es manchmal schwierig, diese kleinen Nuancen so zwischen Ruhrpott und diese Betonstädte und Niederrhein so auseinander zu dividieren. Ich mache aber große Fortschritte und ich habe gelernt, dass Dienstlaken ebenso an der Grenze vom Ruhrpott ist. Ja? Und also wir werden das mit euch zusammen noch organisieren. Ihr könnt dann dem Philipp irgendwann mal das Ruhrgebiet zeigen. Genau, ich werde ja immer wieder eingeführt, aber ich habe Google Maps und das hilft mir extrem. Jedenfalls Dienstlaken, wunderschöne Stadt. Und da gehen wir hin. Da gehen wir hin, genau, am Rande des Ruhrgebietes und am Rande des Niederrheins. Und dort haben wir eine Location, die vieles ermöglicht. Einerseits, dass wir von dort Kaffee verpacken können, dass ihr in Zukunft online bestellte Kaffees abholen könnt, mal im Moment. Nach Pandemiezeiten wird sich die Situation nochmal verändern und zwar in die Richtung, dass ihr die nicht nur dort abholen könnt, sondern es wird Kurse geben. Wir kommen mit unseren Kaffeemacherkursen ins Ruhrgebiet, an den Niederrhein, also an die Grenze. Und ihr werdet ja im Wesentlichen alle Kurse von uns dort auch besuchen können, aber vor allem Homebarista-Kurse. Das ist der nächste Schritt in Deutschland. Der nächste Schritt in der Schweiz steht auch schon bald an und den haben wir letzte Woche. Per Amtsblatt wurde der offiziell gemacht. Und zwar haben wir ein Baugesuch eingegeben, sodass wir eine bestehende Immobilie umbauen werden. Und zwar werden wir umziehen. All das hier werden wir einpacken und in eine neue Immobilie gehen, die schon länger existiert. Da wurde nämlich Kaffee geröstet bis Ende der 70er Jahre. Und davon zeugt ein 30 Meter hoher Backsteinkamin. Das ist eine fantastische Industriegeschichte. Wir sind da auch schon dran, in verschiedenen Archiven zu stöbern. Und mit dem Nachkommen werden wir mal Kontakt aufnehmen, wer da alles so involviert war in dieser Kaffeerösterei. Das wird spannend, rein mal von der historischen Seite. Und jetzt wärmen wir das eigentlich wieder auf. Wir werden da Kaffee rösten, wir werden da schulen. Die Maschinen hier packen wir ein, gehen da rein. Da war früher mal ein Ballettsaal. Wunderschöner Parkettboden mit Oberlichtern. Das
Das wird mega schön. Und wir werden die Verwaltung da haben, wir werden filmen und machen ein Haus des Kaffees. Und das Ganze ist nur 200 Meter vom Basler Hauptbahnhof entfernt. Das heißt, für euch alle super einfach zu erreichen. Auch unsere Wege zu unseren Gastronomiepartnern, die wir als Rösterei beliefern, werden kürzer, werden einfacher möglich. Und wir werden haben ein Filmstudio. Ein Filmstudio, das dann autark für sich funktioniert. Wo nicht immer die Röstereileute rein. Das ist wirklich ein Problem oder irgendwie der DHL-Mann, der, wir schätzen ihn sehr, aber manchmal kommt er genau in dem Moment, wenn wir irgendwas tun. Da kommt er übrigens halt da rein. Da kommt er hier genau das Rösterei. Stichwort. Aber ist doch gut. Also wir werden tatsächlich einen Raum haben, wo wir wirklich filmen können, wo wir immer filmen können und der dafür reserviert ist. Und ihr merkt schon, das Ziel wird sein, wir wollen noch mehr Inhalt machen, noch mehr live, noch mehr Gäste und noch mehr auch vorstellen, was sich so eigentlich entlang der Kaffeekette tut, in Livestreams und so weiter. Und um den Bogen zu schließen, wir haben mit Corona angefangen und hören vielleicht auch mit dem wieder auf. Es ist schon eine spezielle Situation und es macht aber auch Freude, gerade in dieser Situation so Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, okay, wir wollen vorwärts gehen, man steht irgendwie mit dem Rücken zur Wand, aber man muss weitermachen und jetzt haben wir diese zwei großen Entscheidungen getroffen und freuen uns. Deutschland wird so in 2-3 Monaten aktuell, je nachdem wie lange die Situation da noch so verschärft ist. In der Schweiz ist es mal so geplant auf November, so der Einzug in das Haus des Cafés. So viel an dieser Stelle. Wir nehmen euch mit. Wir berichten von der Reise und wir freuen uns sehr. Und wie schon eingangs gesagt, vielen Dank für eure Unterstützung, euer Vertrauen, dass ihr hier diesen Channel begleitet, dass ihr unsere Kaffees probiert. Auf mehr und bis bald. Grüße von den Kaffeemachern.